Tja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier geht's jetzt weiter und zwar in die Halle des Hammers, analog zu in die Höhle des Löwens. Ich sage das deswegen so plakativ, weil das für mich, ja, vielleicht nicht unbedingt der schwerste Teil von Underworld ist, aber einer der beiden, sich so ein klein bisschen an meine Spuren von Höhleneinst richten. Also, Lara, die muss hier ganz schön hin und her hüpfen. Und man kann immer mal wieder beobachten, welche Höhenunterschiede da so vorhanden sind, wo man vielleicht runterfallen könnte. Hier geht's jetzt schon gleich richtig los. Da hinten wartet so ein Knochenmann. Wenn wir das Spiel kennen, wissen wir natürlich, dass Lara vor dem nicht viel Angst haben muss. Deswegen. Aber dafür gerät sie jetzt ganz schön in die Bredouille, weil für die nächsten diversen Sekunden darf sie eigentlich nie irgendwo stehen bleiben und ständig in Bewegung bleiben, weil er immer mal wieder Dinge abbrechen oder nicht da bleiben, wo sie hingehören. Auch diese Szene gehört dazu. Auch hier muss man schon aufpassen, dass Lara an der richtigen Stelle runterrutscht. Hier ging das jetzt. Das ist einer der vielen Balanceakte, die Lara in dieser riesigen Halle durchstehen muss. Hier ist alles dabei, in dem gesamten Bereich. Nur so zur Info, ich habe das Ganze auch in zwei Teile geteilt. Hier, dieser erste Teil, der erscheint mir fast als ein klein bisschen schwerere. Und wir sehen hier immer wieder balancieren, Schrittchen für Schrittchen nach vorne. Sich hier nicht leicht die Kante hochziehen, sondern kann hier auch rumhangeln. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, was mir persönlich schwerer oder leichter fallen täte. Hier muss ich auf jeden Fall an der Kante stehen, um darüber zu springen. Gleichgewichtsempfinden und Körperbeherrschung haben. Ich glaube schon, dass das, was Lara hier gerade macht, auch reale Personen könnten. Ich möchte es nicht ausprobieren müssen.
was Lara hier jetzt macht, auch die Reihenfolge, ob diese Reihenfolge so zwingend ist, ob man das nicht auch anders gestalten könnte. Ich versuch's gar nicht erst. Bei Tom's Lösung aus Lara Web, die sind hier optimal und auch gut und nachvollziehbar geschrieben. Damit bin ich eigentlich immer klar gekommen hier. Weder ich noch ihr sind ja irgendwie in einem Computerspiel, glücklicherweise. Tom nennt diese beiden Viecher in seiner Lösung Wanderschnecken.
obwohl ich ja wusste, dass sie das muss. Man hat das Gamepad vor sich, drückt den linken, dann schmeißt Lara eine Granate, drückt den rechten, dann sprintet sie. Es kann aber auch umgekehrt sein, ich verwechsel das immer, da kann ich mich wirklich nicht dran gewöhnen. Aber gut. Ganz schön nervenaufreibend, dieses Getöse. Ich meine, das gehört ja irgendwie zum Game. Ich mag die Lautsprecher immer nicht zu leise stellen. Aber es geht schon so ein Mini-Tick an die Substanz. Dann immer so ein bassintensives Dröhnen im Ohr hat. Hier hat Lara ganz geschickt eine der Spinnen erledigt. Da kommen noch zwei. Ja, hier habe ich gedacht, ich muss auch auf die Dinger raufspringen, aber muss ich ja gar nicht. Das gilt nur für die Knochenmänner. So, Lara muss natürlich auch wieder zurück aus dieser Halle. Vorher muss sie aber noch einen Schatz einsammeln. Es geht mit diesem Block, mit diesem Seitengang dort. Nochmal wieder die Sprungtaste drücken, die grüne A-Taste.
weil wir erkennen die Unterschiede zum vorigen Gewicht bzw. den vorigen Gewichten. Da fehlt die helfende Kante in der Mitte. Das muss dann halt der Block machen. Nicht ganz einfach, aber auch das geht dann noch. Hier müssen wir uns mal wieder. Auch an dieser Stelle habe ich mich ganz schön abgeholt. Ich habe dann mal versucht, ob man den Block nicht in die Mitte stellen kann. Obwohl man eigentlich sieht, dass das nicht gehen kann. Wäre der ein bisschen höher gewesen. Geht nicht. Nochmal. So.
überlegen, wohin wir müssen. Diesen Fall darüber wäre vielleicht sogar hilfreich gewesen. Und das mache ich jetzt auch. Und weiter abseilen. Also man muss sich an dieser Stelle so weit wie möglich abseilen. Lara holt sich jetzt hier gleich den Schatz, der da unten liegt.